Ich habe früher ein normales Leben geführt, bin einer Arbeit nachgegangen, habe mich um meine Familie gekümmert, bin meinem Sport, meiner Freizeitaktivität nachgegangen. Und es ist tatsächlich so, dass man im Verlaufe der letzten Jahre so nach und nach, so stückweise gemerkt hat, in welche Kreise bin ich eigentlich hineingeraten. Wir wollten schon gegen rot-grüne Ideologien angehen, aber wir wollten rot-grüne Ideologien nicht durch braune Ideologien ersetzen. Und diese Entwicklung hat die Partei genommen, rein zu reinem Nationalem. Also die Nation ist sozusagen zu einem Ersatzgott geworden. Es geht nur noch darum, wer ist patriotisch oder wer ist der patriotischste von allen Patrioten. Ich bin ja genau der gleiche wie vor der Landtagswahl. Ich verfolge genau die gleichen Ziele. Mhm. Nur die AfD hat die Wähler sozusagen betrogen. Sie hat AfD verkauft und NPD geliefert. Das wurde mir zugespielt aus einem AfD-Chat bei WhatsApp, glaube ich, war es, dass da eben Verschiedenes gedroht wurde. Einmal, dass ich an die Wand gestellt werden sollte und einmal, dass ich sozusagen aufpassen muss, wenn ich über die Straße gehe, dass ich dann überfahren werde. Das hatte für mich so ein bisschen Sektencharakter, dass man so aggressiv gegen uns vorgegangen ist. Das hat mich schon doch ein bisschen verwundert. Also das Ausmaß der Aggression und auch der Straftaten, der Bedrohung, die dann auch im Weiteren dann passiert sind.